Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir debattieren den 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts als einen Auftrag für die Zukunft. Es ist zu hoffen, dass alle deutschen Frauen diesen Jahrestag gefeiert haben, zumindest sollten sie das. Und wenn wir, die hier in Sachsen gewählten Frauen in diesem Parlament an dieses Pult treten, dann erfüllen wir immer auch den Auftrag unserer Vorkämpferinnen, die Zukunft der Frauen und der Familien in unserem Land zu gestalten. Denn beides, die Zukunft der Frauen und der Familien, sind untrennbar miteinander verbunden. Heute haben alle sächsischen Frauen gleichberechtigt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Studium. An unseren Universitäten sind die Studentinnen längst keine Minderheit mehr, außer in den MINT-Fächern, da gibt es nur wenige, vielleicht zu wenige. Dafür haben wir viel mehr Frauen in den Pflegeberufen, in der Kinderbetreuung und Grundschule, klassische Frauenberufe. Und auch das ist heute. Dresden und Leipzig wechseln sich ab, die Geburtenhauptstädte Deutschlands zu sein. Seit 2011 wird in Sachsen wieder mehr geheiratet. Ehescheidungen sind rückläufig. Ehepartner kümmern sich häufig gleichberechtigt um Kinder und Haushalt. Das Vertrauen zwischen Mann und Frau, die sich aufeinander verlassen, ermöglicht das. Aber die Entscheidung für Kinder und die damit verbundenen fast zwangsläufigen zeitlichen und finanziellen Einbußen für die Arbeitstätigkeit sind heute noch ein wesentliches Diskriminierungsmerkmal. Das betrifft zumeist Frauen, nicht nur Alleinerziehende, was aber nicht an dem mangelnden Willen der Männer liegt, Verantwortung für die Kinder zu tragen. Es liegt nicht an fehlender Arbeitsplatzsicherheit oder fehlendem Wohnraum, sondern an der staatlichen Benachteiligung oder den schlechten finanziellen Rahmenbedingungen für Familien. Denn heute führt der Staat tatsächlich einen Krieg gegen Familien und fordert für sich über die Ganztagsbetreuung den Großteil der Kindererziehung. Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern, sagte Olaf Scholz schon 2002. Und weiter: Statt Förderung der Frauen in der Familie und Gleichberechtigung von Mann und Frau soll eine sogenannte Gleichstellung durch diskriminierende Quotierungen erreicht werden. Aktuelles Beispiel: Katharina Barley möchte das Wahlgesetz ändern, um eine Parität von Männern und Frauen im Bundestag zu erreichen. Oder Andrea Nahles will mehr und jüngere Frauen auf den SPD-Wahllisten. Heute sind derartige Quoten noch rechtswidrig, weil undemokratisch. Und wenn es nach mir geht, sollen sie es auch bleiben. Nach dem jahrhundertelangen harten Kampf der Frauen für Unabhängigkeit und gleiche Rechte erleben wir heute ein Rollback. Ja, Frauen trauen sich nachts nicht mehr allein auf die Straße. Sogar am helllichten Tag werden sie belästigt, bestohlen oder viel Schlimmeres. Plötzlich befassen wir uns mit Morden, Ehemorden, Ehrenmorden, Kinderehen oder auch nur damit, dass man Lehrerinnen nicht mehr die Hand gibt. In manchen deutschen Städten gibt es wieder Schwimmbäder mit nach Geschlechtern getrennten Badezeiten. Diskriminierung von Frauen als dem wertlosen Geschlecht ist plötzlich wieder ein brennendes Thema. Gerade als Frauen im Parlament sollten wir uns weniger Gedanken um Quotierungen machen, sondern darüber, dass die Kellnerin abends oder nachts auf ihrem Weg nach Hause unbehelligt bleibt. Das wäre eine ganz natürliche, ich betone, menschliche Solidarität. Jenseits des Vertrauensverhältnisses zwischen Mann und Frau als Voraussetzung der ehelichen Partnerschaft ist aber das Grundvertrauen zwischen Männern und Frauen heftig gestört. Ich bin sicher die Letzte, die verneinen würde, dass es sexuelle Übergriffe gibt. Aber es ist eine Unmöglichkeit, den Mann als solchen zu bekämpfen und überwinden wollen, zu wollen. So etwas zerstört jede Gesellschaft, Frau Buddeberg. Die historische Benachteiligung der Frau kann nicht dadurch geheilt werden, dass nun die Männer diese Rolle übernehmen. Man kann keinen Frieden stiften, indem man einen neuen Krieg beginnt. Wenn Annette Kahane in ihrer Kita Broschüre Ene Mene Mu eine sogenannte vorurteilsbewusste Erziehung fordert, den Jungen aber das Jungensein ausgetrieben wird, oder wenn die bloße Beschuldigung sexueller Belästigung schon dazu führt, dass ein Mann gesellschaftliche Ächtung erfährt oder seine berufliche Stellung verliert, dann läuft heute etwas grundsätzlich falsch in unserer Gesellschaft.
Das wird auf die Frauen von morgen zurückfallen. Die und das wollten die emanzipierten Frauenrechtlerinnen vor 100 Jahren ganz sicher nicht. Bei allen Arabesken die Redezeit der ist zu Ende. Okay, ich lasse es dabei. Danke.